Hey Ali, was sagt denn Idiot? Doppelpunkt DD. Hey Ali, was sagt denn Idiot? Doppelpunkt DD. Ali Tells. Bitch. Jo, meine Freunde, ich bin's für Ali und willkommen zu einer weiteren Folge von Ali Tells, / die Ololololol-Sendung. Warum eigentlich die Ololololol-Sendung, fragt ihr euch? Ganz einfach. Ali Tells besteht aus nichts anderem. Deswegen würde ich sagen, bringen wir schnell hinter uns und kommen zu der ersten Frage. Ja, das ruft ihr wahrscheinlich auch beim Sex, was? Warum ist diese Frage sinnlos? Das Interessante hierbei ist, obwohl die Frage wirklich sinnlos ist, ist sie sinnvoller als 90% aller Fragen, die ich bei Ali Tells bekomme. Ich meine, du brauchst dir allein das hier angucken. Penis. Hättest du wohl gerne ein was? Es sei denn, du bist eine Frau. Also, wenn du eine Frau bist, dann nehme ich es zurück. Hey, wie lang ist dein Penis, XDD? Warum fragen mich so viele Leute, wie lang mein Penis ist? Ich meine, was ist los mit euch? Ist ja nicht so, dass ich... Ja, genau. Meine Freundin stellt sich gegen mich. Ihr habt nichts gesehen. Hey, Ali, hattest du schon mal eine richtige Schlägerei? Und war sie es dir wert? Ja, wenn irgendjemand versucht, mir eine Bratwurst anzudrehen, dann ist es mir wert. Bratwurst? Das ist eine Kochwurst, keine Bratwurst. Da hat sie nochmal Glück gehabt. Meister? Warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer? Sie heißen Deutschländer, weil sie aus dem Besten... Ich rede jetzt nicht wieder über Würste, nein. Nee, du bist Viktor Bieber. Du bist unlustig. Nee, ernsthaft jetzt. Hi, man merkt wohl, wie aufgeregt du bist. Aufgeregt bin ich nicht wirklich. Ich rede nämlich wirklich so schnell. Die Leute, die immer noch behaupten, ich würde zu schnell reden, denken entweder zu langsam oder kommen aus Bayern. Nein, ich habe natürlich nichts gegen Bayern. Ich liebe Bayern, gell? Aber komischerweise, wenn ich auf deren Kanäle gehe, die da schreiben, steht da meistens Heimat Bayern. Ich kann mir diesen Mythos nicht erklären. Hey Ali, wenn du Metal hörst, was hörst du? Also wenn ich Metal höre, dann nur den härtesten Shit. Du machst mir Angst, D-Doppelpunkt. Also wenn du schon so vor mir Angst hast, dann blende ich das extra nochmal für dich ein. Wie wird das da als Bratwurst aussehen? Meine Eltern sind Russen, aber ich wurde in Deutschland geboren. Trotzdem kann ich perfekt lesen, schreiben und sprechen. Ich wollte antworten, aber da war mir so ein Typ in den Kommentaren voraus. Der hat nämlich genau das geschrieben, was ich antworten wollte. Danke für diese sehr wichtige Information. Ich werde das gleich in meinem Buch für die Nachwelt schreiben. Das ist auf jeden Fall die beste Antwort. Ich finde, diese Antwort könnte man für 90% aller Kommentare, die ich auf meinem Kanal bekomme, benutzen. Probier es doch mal aus. Ich habe das mal ohne Ton geguckt. Danke für diese sehr wichtige Information. Ich werde das gleich in meinem Buch für die Nachwelt schreiben. Seht ihr, was ich meine? Es passt wirklich überall. Ich sollte den Kerl als Assistenten einstellen. Hey, ich wollte dich loben, machst echt coole Videos. Danke für diese sehr wichtige Information. Ich werde das gleich in mein Buch für die Nachwelt schreiben. Ich habe den Assistenten soeben gefeuert. Ali Tells! Bitch! So, meine Freunde, das war wieder Ali Tells und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wollt auch eine Chance haben, in den Kommentaren dabei zu sein? Dann schreibt mir unten in den Kommentaren eine Frage für die nächste Folge. Wenn ihr meine Fähigkeit unterstützen wollt, dann favorisiert und verbreitet das Video und bis zum nächsten Mal bei Able Ali. Ciao! Also, wenn ich schon Metal höre, dann nur den härtesten Shit! Oh, scheiße.